Ja, bleib noch schön da, Kollege. Okay, wir müssen. Ganz interessant. Ach, hey, meine. Oh, Scheiße, Alter. Wartet. Naja. Ich tripp langsam schon hier rum. Tripp schon langsam? Ja. Ich glaube, ich habe einen Körperteil von ihm gefunden. Ich glaube, der ist nicht erfreut, wenn wir da drauf rumtrampeln. Glaubst du? Ja. Da müssen wir rein, wahrscheinlich. Ja. Also müssen wir praktisch einmal außen rum. Das geht nicht auf. Also müssen wir da rein und hoffen, dass dann rechts die Tür aufgeht. Ja. Ja. Oh. Ne, stimmt doch. Ja. Boah. Da war ein Gesicht, hast du das gesehen? Ja. Mach mal ein Licht. Ich kann nicht. Da ist nur der Kollege hier. Der mich hat. Wie hat er mich? Ja. Nicht da lang, nicht da lang. Boah, der geht ab, dieses Schnipsel. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Brenn! Blut nach, brenn. Blut nach, den Blut nach. Wow, 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 wow. Den Blut nach, wo ist das Blut? Ich kann nicht mehr rennen, der ist müde. Rennen. Und? Und was bringt mir das? Mich wieder. Ja, ganz tolle Garde. Ich glaube, er wird mich umbringen, weil ich sehe jetzt. Ich weiß nicht. Last Checkpoint. Links. Guck mal, wie kann man fahren machen? Übel. Willst du dich mal versuchen? Will ich mich dran versuchen? Ha! Darfst du nur einmal, dann gehe ich wieder dran. Mal schauen, wo wir jetzt wieder sind. Ja, Last Checkpoint ist wahrscheinlich irgendwo am Anfang vom Spiel. Kommst gerade rein in die Tür. Ja. Ja, für so ein kostenloses, lustiges Spiel gar nicht mal so schlecht. Da haben schlechtere Spiele schon mehr gekostet. Richtig, genau. Ja, oh. Ja, tolle Garde. Mein Glückwunsch. Wir müssten halt echt mal rausfinden, was man da am Ende machen muss, ne? Weil du hast am Ende diese Leuchtkugel. Ja, aber ich konnte nichts mit anstellen. Praktisch musst du hier die Räume durchsuchen. Oh, danke. Ja. Husten ist gesund für die Lunge, ne? Ne? Ich kann ja nicht mal irgendwie. Ja, ich glaube, du musst einfach durchrennen jetzt. Ja, aber es ging ja nirgends mehr anders, ne? Ja, also ist klar. Den Blut, also man braucht ja eigentlich nur die Räume hier abklappern, das war ja das letzte Mal so, genau, also hier waren wir, ganz tolle Garde. Jetzt geht's hier weiter. Und praktisch versucht er dich jetzt zu fangen. Ich weiß halt nicht, was man hier machen muss. Ja, das ist halt das Problem. Jetzt muss ich halt rennen, ne? Gleich wenn es hier. Ja. Ja, genau. Praktisch. Und du geht jetzt gleich die Tür auf. Ja, genau. Und praktisch musst du jetzt wegrennen. Right. Aber da waren wir doch schon. Vielleicht hätte ich links gehen sollen. Vielleicht hätte ich links gehen sollen. Ja, also hier kann ich nichts machen. Guck. Also, okay. Da geht gar nichts. Also praktisch wieder, renne ich wieder zurück. Ja, der Kollege ist wieder hinter mir. Okay, ich pass auf. Jetzt war. Da, rechts, da geht's. Oh. Da irgendwie weiter. Da, guck. Scheiße. Oh, es geht halt wirklich nur in diesen Raum. Hä? Nee, ist ja wohl nicht ernst. Es geht irgendwie praktisch im Cross. Ja. Alter, ey, umarm doch mal deinen Bruder, ey. Lass mich nicht in Ruhe. Ja, ich komme immer wieder in diesen Globus. Ich denke, kann ich aber nicht auf. Nee, ich hab die Tür auf. Wo? Ich hab die Räume hier. Hey, ich kann jetzt noch nicht rennen. Hm? Oh, oh. Irgendwas muss man da machen. Ja, vielleicht diesen kaputten Globus dort hinstecken, aber ich kann's halt nicht, ne? Ja, da ist er schon wieder. Ja, Scheiße. Ja, praktisch musst du nur wegrennen, wenn du dich einmal erwischt, sonst. Ja, praktisch nicht. Ich hab. Blablabla. Absorbiert Licht. Wenn du anfängst rot zu leuchten, musst du wegrennen. Ja. Als wenn man dem Blut richtig nachgehen würde. Ja. Ich kann es nicht mal. Ich
geht auch ständig dem Blut nach. Praktisch hier müsste ich. Oh. Oder halt! Er hat sich Energie geholt oder so Seelen oder sowas. Ist ja, dann bewegt er sich. Ja, er absorbiert das Licht. Na, dann probiere ich das jetzt mal. Genau. Vielleicht müssen wir ihm irgendwie alles Licht absorbieren. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, also irgendwie. Nö, nö. Noch nicht. Ja, genau. Mal gut skizze. Ja. So. So gut, das weiß ich nicht. Schauen wir mal, was wir hier jetzt machen können. Also ich bin noch ein bisschen unentschlossen, wie es jetzt das Rätsels Lösung ist. Hast du auch nichts gesehen, ne? Also nee, praktisch. Also ich habe beim Zuschauen jetzt auch nichts gesehen. Vielleicht siehst du beim Zuschauen mehr. Ja, ja, das ist immer von zwei Seiten gesehen. Richtig, wir haben jetzt auch im Journal was bekommen. Reach the white room, filled with glass walls. It feels cold and dry. Das hat auch epileptische Anfälle, das Buch, ja. Es riecht nach Blut und Metall. Unlikely the rest of the nicht so wie der Rest der Villa oder Anwesen. Ja, genau. Here is no more mistaking this place for home. Also das ist schon... Okay, its purpose is clear. There can be no mistake. People died here. Also es ist... Das kann kein Fehler sein, die Leute hier sind hier gestorben. Genau. Ja, ich denke immer die ganze Zeit, du musst diesen Globus irgendwie nehmen und gegen den anderen hauen oder sowas. Oder musst du den anderen runterschmeißen, aber ich konnte gar nichts an dem anderen machen, wo geleuchtet hat. Ja. Ja, du musst praktisch nur die Räume jetzt abklappen, wo aufgehen. Ja. Praktisch jetzt schon kannst du zurückgehen. Jetzt geht rechts auf praktisch. Ja, genau. Das ist. Okay. Also links, ja. Genau, und das ist praktisch jetzt der letzte Raum, bevor jetzt die Hetzjagd anfängt. Ja. Die Hetzjagd? Ja, pass auf. Du kommst jetzt praktisch wieder in den Raum zurück, wo du drin warst. Praktisch, ja. Okay? Okay. Krieg da irgendwie Licht? Vielleicht habe ich was übersehen. Du musst dich umdrehen, also hinter dir. Also da geht's lang. Ja? Oder auch, ne? Oder da. Jetzt musst du wegrennen. Renn lieber weg, sonst stirbst du schneller, weißt du? Also wenn er dich einmal umarmt, renn weg. Aber sonst renn nicht. Ne? Ja, versuch mal was in den zu machen. Geht nicht, ne? Jetzt würde ich wegrennen, weil sonst stirbst. Der bewegt sich auf so einem Krüppel. Renn lieber weg. Renn weg. Der schießt auf dich. Ist mit Seelen schießt er auf dich. Ja, aber hast du es gesehen? Nein. Wenn ich ihn anleuchte, ja, kommen die Seelen aus ihm raus. Hä? Vielleicht. Du hast doch gerade gesehen, ansonsten rennt er mir ja bloß stumpfsinnig hinterher. Und umarmt dich. Ja, genau. Und wenn ich ihn aber anleuchte, dann leuchtet das so auf und schießt die Seelen. Vielleicht muss man die Seelen rausschießen. Vielleicht musst du dich hinter dem Globus verstecken, dass die Seelen da reingehen. Ja, oder richtig, sowas. Genau. Okay, das war gar nicht so doof. Das wäre jetzt meine Vermutung gewesen. Man kann es ja probieren. Oder vielleicht in den kaputten, weil auf den leuchtet auch komisch das Licht so drauf. Guck mal. A large shattered glass. It seems to have a burst from within. The broken glass has an odd shimmer as if it were absorbing the light. Light around it. Ist. Praktisch musst du da dann also daneben stehen. Aber ich weiß nicht, ob der... Ist da drin, das ist ja also er holt sich ja die Seelen aus dem Ding raus und du musst sie in den reinschießen praktisch. Also er. Das könnte man das natürlich sein. Probier's mal. Probieren wir mal. Hm. Wir haben noch mehr. Weil ansonsten gibt's ja keine von diesen Globussen, ne? Richtig, genau. So. Also jetzt geht's hier schon gleich ans die Tür raus. Ja, ja. Hier sind sie raus. Ja, genau. Und in ihn rein. Vielleicht müssen die da auch wieder rein. Ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt alles... Probier einfach mal den nicht kaputten aus, würde ich sagen. Folge einfach der Blutspur. Ja, da praktisch, oder schon? Ja, aber da trifft er dich.
Geh lieber zum Normalen. Jetzt stoppst du gleich. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Bei dich, 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 da schießt doch auf dich. Jetzt praktisch leuchte ihn an, dass die Seelen da reinkommen. Leuchte mal lieber auf den Eingang. Ja, genau. Bleib dahinter. Ja, genau. Ja. Psst. War doch ja. So. Ja. Okay, jetzt ist die Kacke hier Menschen am Brennen. Wow, wow, wow. Wir müssen hier ganz schnell wieder raus. Hier steht jetzt praktisch alles in Flammen. Rechts. Ja, yeah, get out, huh? Hinter dir? Da, okay. Da war rechts war auch noch so ein Hebel. Drück doch den Hebel. Ah, kleines Rätsel am Ausgang. Oh ja, ja, schneller, schneller. Da gibt es wahrscheinlich wieder ein Seil zum Ziehen. Ah, da muss ich wieder eine Seele reintun. Versteck dich in einem Globus, in einem Globus. Jawohl, nice. Daneben. Okay. Ja, scheiße, du. Okay, also wir zünden praktisch jetzt das ganze Haus an. Geschickt? Ja. Aha. Der Fuck, Alter. Warte, 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 warte. Kannst du jetzt springen, oder? Nein. Ich kann nur laufen. Scheiße. Raus da? Nein. Geh mal zur Statue hoch. Da ach, oben. Da. Scheiße, ich muss hoch. Junge, Junge, Junge. Jetzt geht aber los hier. Volltreffer, hm? Weg, 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 weg. Ja, willst du mich veräppeln? Der nächste Treffer tötet dich. Ja. Ja. Hab doch gesagt. Okay, also. Naja, wenigstens sind wir weitergekommen. Aber interessant, ja, ja. Aus einem Horrorspiel dann einfach mal so laufen beim Leben. Ja, so ja, ja. Ein bisschen. Ja, gut, ist ja bei mir ein Horrorspiel eigentlich. Ja, aber doch nicht so, weißt du? Also? So ein bisschen so ja. Mit Action so, ja. Keine Ahnung. Ist alles hell erleuchtet, ja. Sonst immer so düstere Räume und so. Okay, also sind wir wieder hier. Ja, ja, okay, der Checkpoint ist ja nicht so wild. Ja, du hast schon richtig gemacht. Ja, hab ich. Anscheinend. Ja. Ja. Tja. Spring mal da runter. Gibt's da noch eine Kugel, wo sich dreht? Anscheinend, ja. Ja. Wo? Über dir. Was? Da ist sie.
Warte, der trifft dich. Weiche aus. Bleib einfach da stehen. Ja, genau. Da ist praktisch stehen bleiben. Der. Ah, kacke. Ja, das könnte treffen. Ah, scheiße. Jawohl. Nice. Sehr geil. Tja, anscheinend gibt's noch einen. Ja. Bis wo? Ich sehe so wenig. An der Eingangstür vielleicht oder? Ja, da unten. Ja, da unten. Ja, da brauchst du nur dahinter stellen, denke ich mal. Ja. Wow. Ah. Sesam, öffne dich. Wow. Adieu. Tja, da guckt er blöd. Da guckt er blöd. Und die Kugel hinterher. Boah! Tja, hättest mal früher nach rechts geguckt. Machst du im Krankenhaus auf? Ich glaube nicht, dass das ein Krankenhaus ist. Nee, ich glaube, du bist bei ihm wieder aufgewacht. Vielleicht bist du aber auch nur so ein Verrückter. Ja, vielleicht bist du jetzt die Puppe. Ja. Mhm. Ja. Oh. Hab's doch gewusst. Oh. Schon nice, gell? Also. Ich muss sagen, Ja, bis auf der Schluss, der war mir jetzt nicht einleuchtend. Ja, aber ich muss sagen, das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ja, schon, also wirklich. Doch. Dass es ja umsonst ist, oder? Richtig, kostet überhaupt nichts. Wie gesagt, wir verlinken das Ganze in der Beschreibung. Ja. War sehr nice gemacht. Also ich finde die Musik, also die ganze Akustik war phänomenal, muss ich sagen. Richtig. Also die Musikwahl war... Hätte auch weitergehen können von mir aus. Ja. Ja gut, ich muss sagen, also ich habe ja nachgelesen auf der Internetseite, das Spiel ist ja in Entwicklung noch. Ach so. Ja. Also anscheinend... Gibt es aber so Teile oder was? Wollen die da noch eine Fortsetzung machen? Irgendwie. Hm. Ja, weil du bist ja jetzt dann die Puppe und... Ja, denk mal. Jetzt jagst du jemanden, oder? Jetzt jag ich jemanden, ja. Dann gehen wir auf die Jagd. Ja. Würde ich sagen, lass mal die Credits hier noch schnell durchlaufen. Für dieses sagenhafte Spiel. 500 MB groß. Und doch steckt so viel drin. Ja. Und man muss dazu sagen, ja, das habt ihr vielleicht gar nicht gesehen, das Spiel ist mit der Unreal Engine gemacht worden. Ja, kam am Anfang. Ja, aber das haben sie ja nicht gesehen. Ach so. Weil das war ja, ne? Oh, oh, wo wir das Spiel das erste Mal gestartet haben. Welcher Raum fandest du am gruseligsten? Den Keller. Ja, gleich am Anfang? Nee. Praktisch der Link. Achso, ja, der erste Raum, wo man angeheftet hat. Ja, den Keller. Also da, den Weinkeller. Ja, also ja. Da, möchte ich nicht nochmal durch, ja? Also selbst als du, der sagt, du lässt dich nicht erschrecken bei Horrorspielen, ja, ist ein paar Mal zusammengezuckt. Ja, schon. Also ich habe schon viele Horrorspiele gespielt, aber bei keinem bin ich jetzt so zusammengezuckt, weil halt nicht so... Ich sag mal so, die meisten Horrorspiele sind vorausschaubar. Ja, ja, und das hier war ja weniger, gell? Man wusste gar nicht, was passiert. Richtig. Sondern das auch mit diesem Umdrehen und so. Ja. Ja, okay. Aber das sind halt die Schreckmomente, das ist ja bei Slender nicht anders eigentlich. Richtig, so genau. Schlichtweg dieser Moment, wo du dich umdrehst und jemand ist hinter dir. Also. Ne, richtig. Also, in diesem Sinne verabschieden wir uns von euch. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat gemundet. Es hat gemundet, ja. Hoffen wir mal. Und wir sehen uns im nächsten LP wieder. Ja. Bis dahin. Genau, bis dahin wünsche ich euch was. Ciao, ciao.